Ihr müsst schon klatschen jetzt aber, ne? Ginny, willkommen zum Interview der Woche. Erstmal muss man ja sagen, danke, dass du dir heute die Zeit für uns nimmst. Man muss nämlich dir gratulieren, 32. Geburtstag. Alles Gute von uns, von der Stelle. Dankeschön. Wir sind im Café Goldsheim. Ist das ein Spot, den du öfters auch aufsuchst mit den Jungs? Ja, ich durch Zufall so ein bisschen hier hingekommen. Ich weiß gar nicht, wer es mir damals empfohlen hat, ob es mein Berater war oder Hoffi oder... ja, und seitdem ist das schon so unser Hotspot hier eigentlich. Sind regelmäßig hier, ob mit der Familie, mit den Jungs dann aus der Mannschaft. Gestern zwischen den Einheiten waren wir auch hier. Und ja, ist ein gutes Ambiente, fühle mich wohl. Und ja, wenn das passt und der Kaffee natürlich auch gut ist, dann ist man gerne hier. Nun hast du natürlich heute deinen Ehrentag. Die Trainingseinheit ist ja schon absolviert. Wie wurdest du von den Jungs empfangen heute? Ja, natürlich ist jeder gekommen, hat mir direkt gratuliert und ja, durfte noch eine kurze Rede halten vor der Mannschaft, so wie es üblich ist dann als Geburtstagskind bei uns in der Mannschaft. Und von daher habe ich schon gesagt, man sieht ja die Jungs gefühlt öfter als seine Familie und deswegen ja, hat es Spaß gemacht, trotzdem am Geburtstag dann auch mit den Jungs ein paar Stunden zu verbringen. Gab es da schon irgendwelche Präsente schon heute Morgen oder kommt das noch im Laufe des Tages? Nee, noch nicht. Ich glaube, von mir muss noch ein bisschen was kommen. Die nächsten Tage oder vielleicht dann nach dem Spiel, irgendwie Anfang nächste Woche, vielleicht kommt dann noch ein bisschen Kuchen oder so von mir. Nun bist du 32 Jahre alt. Ich würde mal sagen, normalerweise ein fortgeschrittenes Fußballalter. Du hast schon bisher viel in deiner Karriere erlebt. Wie bewertest du jetzt diese aktuelle Phase deiner Laufbahn? Ja, natürlich die Saison... so alles in allem, wenn man bis hier Revue passieren lässt, natürlich nicht ganz so zufrieden. Ich glaube, dass ich gut angefangen habe, gute Spiele gemacht habe am Anfang, auch wirklich auf einem guten körperlichen Niveau war und dann leider die schwere Verletzung kam in Heidenheim, lange gebraucht habe, um jetzt auch wieder Anschluss zu finden. Relativ schnell aber eingestiegen nach der Verletzung auch, dann relativ viel gespielt, früh oft reingekommen, wenn es irgendwie eine Verletzung gab bei uns, in einem Zeitraum, wo ich vielleicht noch nicht ganz körperlich so fit war wie jetzt. Und ja, jetzt natürlich hat mir das Bielefeld-Spiel schon einen kleinen Aufschwung auch gegeben, auch das U23-Spiel, was ich in Lippstadt gemacht habe vor zwei, drei Wochen, haben mir natürlich auch nochmal so eine körperliche Fitness gegeben. Die holst du dir halt nur in den Spielen und deswegen waren natürlich auch die Minuten am Anfang gut, um diese Fitness zu sammeln. Natürlich wollte ich irgendwie direkt, wenn es geht, ein Tor schießen, einen Assist dazu beitragen, zu siegen. Hat nicht so funktioniert und bin froh, dass jetzt dann in Bielefeld geklappt hat, auch mit einer Torbeteiligung. Und natürlich hoffe ich, dass ich jetzt schnell mein erstes Tor nach der Verletzung schießen kann. Wir haben ja schon im Trainingslager gesprochen, da warst du ja noch mehr oder weniger im Aufbau. Die Verletzungen bist du ja, muss man ja leider sagen, gewohnt, haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Aber wie schaffst du es trotzdem, auch wenn es vielleicht hier und da mal ein bisschen länger dauert, wieder dieses körperliche Niveau zu erreichen? Ist es halt einfach Fitness, ist es einfach der Wille danach zu streben, nochmal wieder anzugreifen? Ich glaube, so ein guter Mix aus beidem. Ich glaube, dass der Kopf brutal wichtig ist bei so einer Verletzung, weil natürlich, wenn du wiederholt eine gute Phase hast in deiner Karriere, dann gebremst wird durch eine Verletzung, die lange dauert, wo du machen kannst, was du willst. Es wird nicht schneller gehen, so nach dem Motto. Ist natürlich brutal schwierig für den Kopf am Anfang dann zu sagen, okay, jetzt wieder von vorne, ich weiß, was auf mich zukommt, wieder Reha machen, wieder quälen, unzählige Male im Kraftraum alleine zu trainieren, auf dem Platz dir die Ausdauer zu holen, die Kondition, Läufe zu machen und und. Klar, das kann zermürben, aber wie gesagt, es gehört halt dazu und letztendlich ist meine Verpflichtung als Profifußballer auch dem Verein gegenüber, schnell wieder um Platz zurückzukehren, schnell wieder versuchen, der Mannschaft zu helfen, dem Verein, der Mannschaft zur Verfügung zu stehen und das in bester körperlicher Verfassung, wie es dann eben geht. Und ja, natürlich kenne ich dann schon ein paar Abläufe, wenn es um Verletzungen geht und weiß, wie ich gewisse Dinge auch anzupacken habe, dann auch in der Reha. Ja, man merkt natürlich auch, dass es dann irgendwann in einem anderen Alter dann auch vielleicht hier und da mal länger dauert, wie man jetzt auch gesehen hat. Muss man dich dann auch ab und zu mal bremsen und sagen, Ginny, jetzt ein bisschen die PS rausnehmen oder wie sind da die Abläufe? Ja, in der Reha schon, weil ich da wirklich dann gefühlt auch teilweise unausgelastet war am Anfang gerade, wo ich noch nicht so viel machen konnte. Wir haben viel im Oberkörperbereich trainiert,
Und ja, da musste man mich dann schon bremsen, weil es mal ein anderes Training ist, wie es normalerweise ist dann als Fußballer, wo du mehr die Beine trainierst. Aber ja, ich glaube, ich habe eine gute Mischung gefunden, auch was meinen Körper angeht. Natürlich will man in jeder Einheit dabei sein. Ich war bis zum heutigen Tag, glaube ich, in jeder Einheit dabei seit meinem Wiedereinstieg ins Training. Und ja, daran sieht man schon, dass ich ja auch will. Man mich dann schon auch vielleicht teilweise ausbremsen muss, aber wenn es halt geht, dann geht's und ich stehe auch gerne auf dem Platz. Und klar, nach so einer langen Verletzung ist dann die Vorfreude, wieder mit den Jungs auf dem Platz zu stehen, natürlich riesig. Du hast jetzt in Bielefeld das erste Mal wieder von Anfang an gespielt. Zuvor bist du ein bisschen auf Platzzeit gekommen durch Kurzeinsätze. Es war ein gutes Spiel von dir, eher unüblich für dein Profil, was du hast. Ein Tor wundervoll vorbereitet. War das vielleicht auch so, sag ich mal, ein Brustlöser oder das positive Erlebnis, was du auch gebraucht hast, zu sagen, ich bin wieder von Anfang an dabei, kann mich durch Leistung wieder anbieten? Ja, natürlich kam es vielleicht ein Stück weit auch glücklich zustande, dadurch, dass Rufen gesperrt war. Aber das ist ja meistens oder oft so im Fußball, die Verletzung oder die Sperre von dem anderen ist dann die Chance auch für einen selber. Hab lange darauf hingearbeitet, lange gekämpft dafür, in den letzten Wochen auch ordentlich was abbekommen, ob es medial war oder was weiß ich. Das gehört halt im Fußballerleben dann auch dazu, dass man da resistent ist, dass man da drüber hinwegschaut und bei sich bleibt. Ich glaube, wenn man die Reaktionen am Spiel auch gesehen hat von den Jungs, auch bei dem Tor selber dann. Wollte ich gerade darauf zu sprechen kommen. Der Trainer ist ja auch zu dir gekommen und hat dir nochmal 3-4 Klapse mitgegeben, ja, direkt nach der Aktion. Der stand auf einmal vor mir und dann wusste ich nicht mehr wohin. Und dann standen wir da Arm in Arm und haben uns gefreut. Und er hat mir natürlich auch gesagt, dass mir das brutal gut tut. Und wie gesagt, am Ende wirst du ja auch als Offensivspieler irgendwie an Torbeteiligung, Torerfolgen gemessen. Und deswegen war es natürlich zum einen wichtig, von Anfang an zu spielen. Es hat riesig Spaß gemacht, vor einer guten Kulisse in Bielefeld. Viele Auswärtsfans dabei von uns. Mit einem guten Gegner, der zu Unrecht da unten steht. Von daher hat alles gepasst. Und dann natürlich die Torbeteiligung hat mir Selbstvertrauen gegeben. Ich hatte in der ersten Halbzeit das Ding von Zimbo, wo er mir auflegt, wo der Winkel ein Stück weit zu spitz war, wo ich den Ball eigentlich gut treffe, aber wie gesagt, vor dem ersten Pfostenstand deswegen schwer gewesen, den reinzumachen. Ja, und das gibt natürlich alles so Selbstvertrauen. Und da, wo ich stehen geblieben bin, die Jungs haben sich riesig gefreut dann auch für mich. Die Reaktion, das hat man auch gemerkt. Und ja, es gibt natürlich immer Selbstvertrauen und auch, es zeigt dann auch den Zusammenhalt so der Mannschaft. Wenn vielleicht einer mal schwächelt oder eine schwierige Phase hat, dass dann, wenn es wieder gut läuft, beziehungsweise dass die Jungs dann zu einem stehen und dann, wenn es gut läuft, natürlich sich auch freuen und mitfreuen können, wenn man Tore auflegt oder auch Tore selber schießt. Du hast es jetzt schon angesprochen, der Rückhalt von der Mannschaft und vom Trainerteam, der ist ja immer gegeben. Aber wie du schon gesagt hast, manchmal geht es auch ein bisschen kritischer zu. Liegt das vielleicht auch ein Stück weit daran, du hast eine enorme Erfahrung und auch eine gewisse Reputation, dass die Erwartungshaltung dann vielleicht auch einfach ein bisschen höher an die Personalie ist und du vielleicht, von außen natürlich der Druck aufgebaut wird, aber selber halt relativ ruhig damit umgehen kannst? Natürlich wusste ich mit meinem Wechsel hierher, dass die Erwartungshaltung an mich groß ist, dass sie enorm ist. Dass ich aber auch eine gewisse Zeit brauchte letzte Saison. Deswegen habe ich bewusst diesen Zeitpunkt auch im Winter gewechselt, um ja eigentlich dann auf die nächste Saison übergreifend fit zu werden, fit zu sein, weil ich auch in Wolfsburg lange nicht gespielt habe und wenig Rhythmus hatte, dann ja hier relativ viel gespielt habe, auch zu Beginn direkt oder bis zu meinem Faserriss, glaube ich, dann nach dem Karlsruhe-Spiel ja alles gespielt habe. Dann die rote Karte, dämlich mich selber dann ins Aus, so ein bisschen geschossen, auch für die Vorbereitung, weil ich das erste Spiel gesperrt war. Dann auch so kurz gebraucht, 2-3 Wochen, aber dann da war. Und natürlich, glaube ich, wird um meine Person mehr erwartet, vielleicht als bei anderen Spielern. Das ist allein durch vielleicht meine Station, die ich hatte, durch Tore, die ich geschossen habe, durch Spiele, die ich gemacht habe. Natürlich. Größer als bei anderen Spielern vielleicht bei uns, aber ich kann damit umgehen. Wenn da Druck kommt, der auf mich einprasselt, bin ich froh, dass es nicht auf andere junge Spieler geht, die vielleicht das mehr beschäftigt. Ich kann damit sehr, sehr gut umgehen, wie man jetzt auch gesehen hat in Bielefeld. Und das gehört, wie gesagt, im Fußballerleben dazu, dass es in Phasen, wo es nicht so läuft, dann natürlich viel auf einen einprasselt, dass viel geschrieben wird, dass viel erzählt wird, dass die Reaktionen dann im Stadion, im Spiel vielleicht mal schlechter sind. Mit all dem muss man umgehen können. Ich glaube, wenn ich das nicht könnte, wäre ich jetzt nicht seit 14 Jahren Profi.
Und von daher, es kommen auch wieder bessere Phasen und dann wird wieder positiver berichtet, positiver gesprochen. Jeder hat das mal durchgemacht in seiner Karriere, egal wo wer gespielt hat. Ich habe es auch schon in meinen vorherigen Stationen erfahren, wie es ist. Und von daher, man muss klar bleiben, man muss Vertrauen in sein eigenes Können haben. Ich habe schon oft genug bewiesen. Ich muss keinem mehr was beweisen. Ich muss nur noch meiner Mannschaft beweisen, dass ich alles gebe, um Erfolg zu haben, meinem Verein beweisen. Und ja, das will ich wieder tun. Und damit habe ich am Sonntag wieder angefangen und will natürlich da fortsetzen am Wochenende. Wie gesagt, du hast damit angefangen, sag ich mal, praktisch einen Neustart jetzt hingelegt für dich persönlich. Bist du aber auch noch länger an den Verein gebunden? Hast du auch schon mal durchklingen lassen? Du könntest dir vorstellen, bei Fortuna auch die Laufbahn zu beenden irgendwann. Ist das vielleicht dann auch so ein bisschen noch mehr Push für dich jetzt, auch in diesen kommenden Jahren, die du ja noch an den Verein gebunden bist, dem Verein dann auch wirklich zu zeigen? Ja, eure Erwartungshaltung war groß und jetzt gebe ich euch das auch wieder zurück. Natürlich will ich was zurückgeben. Ich glaube, dass die Erwartungshaltung enorm war letztes Jahr im Januar, als ich gekommen bin, dass wir gemeinsame Ziele haben, dass wir ja, eine Liga höher spielen wollen natürlich. Zu all dem will ich beitragen, will ich helfen, will meinen Anteil daran haben. Dazu kommt natürlich, dass wir hier in der Stadt auch leben wollen nach der Karriere. Dann möchtest du ungern später durch die Stadt gehen und durchbeleidigt werden. Deswegen ist natürlich schon der Push groß, sag ich mal. Und auch der Druck groß zu performen. Aber all das wusste ich vorher. Dafür habe ich mich bewusst entschieden. Ich wollte ein neues Abenteuer. Und damit habe ich angefangen. Wie gesagt, war über weite Strecken die Saison nicht gut. Das weiß ich auch selber. Natürlich auch durch meine Verletzung. Aber das lasse ich hinter mir und jetzt schaue ich wieder nach vorne. Und wie gesagt, ich habe den Rückhalt im Verein von den Jungs. Und all das brauchst du, um zu performen. Und da will ich wieder ansetzen jetzt. Perfekt eigentlich zum jetzt Endspurt der Liga. Kommendes Wochenende wieder ein sehr, sehr schwieriges Spiel. Wir hatten jetzt in den letzten beiden Heimspielen die beiden Tabellenvorderen. Und jetzt kommt dann Platz 1 mit der SV Darmstadt 98. Ein schwieriger Gegner, kassieren wenig Gegentore, haben einen guten Trainer, einen ziemlichen Push, auch durch die letzte Saison, wo sie knapp gescheitert sind. Was erwartest du da und wie ist unsere Position in so einem Spiel jetzt? Also zunächst mal der Thorsten Lieberknecht ist da hier frühstücken. Wir haben uns auch schon mal getroffen und uns ein bisschen ausgetauscht über die Liga und den Fußball. Also wie gesagt, das ist schon so ein Hotspot geworden hier, weil wir am Anfang drüber gesprochen haben, wieso, weshalb. Ja, natürlich wird es wieder ein brisantes Spiel. Ist ja in den letzten Wochen so, jedes Mal, wenn wir irgendwie die Chance hatten, haben wir einen Unentschieden gespielt, dann waren wir gefühlt wieder weg, dann gewinnst du, bist gefühlt wieder drin im Aufstiegsrennen. Dadurch, dass Pauli gegen Heidenheim gewonnen hat, wir leider dann die Chance nicht nutzen konnten in Bielefeld, wärst du wieder auf 4 Punkte ran, 5 Punkte ran gewesen. So gefühlt sind wir jetzt weg, dann kann sein, dass du gewinnst am Sonntag, bist wieder drin. So, das ist ja ein Auf und Ab in den letzten Wochen, das ist unglaublich. Und ich glaube, wir haben es letzte Saison bewiesen, dass wir Darmstadt an beiden Stellen konnten im Kampf um den Aufstieg. Zu einem Zeitpunkt, wo es für uns um nichts mehr ging. Ich glaube, die Situation ist ein bisschen ähnlich. So, wir sind jetzt weg von diesen so Aufstiegsplätzen. Jeder sagt, das war's. Du kannst wieder reinrutschen am Sonntag. Und für Darmstadt geht es wieder um alles. Wie gesagt, wir haben sie letzte Saison zu Hause geschlagen. Deswegen ist das auch wieder möglich und wir sind in einer guten Verfassung. Wir sind, glaube ich, 6 Spiele jetzt nicht verloren. Ja, wird ein heißer Tanz. Ich hoffe, dass viele Fans wieder ins Stadion kommen. Gute Atmosphäre gegen den Ersten der Liga, gegen das Nonplusultra, sage ich mal, die Saison bisher. Und von daher ist alles offen. Es ist ein 50-50-Spiel. Wir sind zu Hause bärenstark die Saison und wollen den Trend fortsetzen und dann am liebsten auch mal einen der Top 3 schlagen. Jetzt kannst du natürlich nicht zaubern und uns jetzt die perfekte Antwort liefern, aber wir hatten beide Spiele gehabt, wo wir geführt haben, jetzt 2-1. Was muss passieren, dass wir diese Führung auch in so einer Schlussviertelstunde, wenn der Gegner nochmal drückt, wenn dann nochmal ordentlich Feuer kommt, auch über die Zeit kriegen oder vielleicht auch sogar noch den Deckel drauf machen? Ja, muss der Hofi, der gerade auch hier ist, Essen holen, mal das Tor verteidigen hinten. Dann gewinnen wir die Spiele auch mal 2-1. Nein, Spaß beiseite. Natürlich ist es ein Thema, was wir jetzt auch die Woche angesprochen haben, was das Trainerteam angesprochen hat, wo Dinge zu verbessern sind, auch in der Defensive. Letztendlich kannst du dir wenige Vorwürfe machen. Du verteidigst gegen Hamburg dein Tor gut in der zweiten Halbzeit.
du lässt gegen Bielefeld in der zweiten Halbzeit zwei Chancen zu und kriegst ein Tor. Also es ist jetzt nicht so, dass dann die Bälle dann irgendwie auf unser Tor hageln, so wie es dann letzte Saison auch am Ende war, wo wir immer relativ spät einen Ausgleich kassiert haben. Ich glaube, dass wir vieles richtig machen. Vieles oder kleine Dinge falsch machen und dann gerade aktuell sehr bestraft werden, dann, was dann die Endergebnisse angeht. Ich glaube, die einfachste Antwort ist, ein Tor mehr zu schießen als der Gegner. Und wenn zwei nicht reichen, müssen wir demnächst drei schießen. Aber ja, wenn es so einfach wäre und wir sofort eine Lösung hätten, würden wir das natürlich ändern. Aber wie gesagt, ich glaube, wir sind insgesamt auf einem guten Weg, haben uns echt wieder stabilisiert, auch als Mannschaft. Und ja, gehen das Ganze positiv an am Sonntag, schauen, was bei rumkommt. Und vielleicht stehen wir dann danach wieder beim Interview und sagen, jetzt sind wir wieder dran. Es wird auf jeden Fall ein heißer Tanz. Jetzt schon mal vielen lieben Dank, Ihnen für die Zeit. Und als Geburtstagskind entlassen wir dich nur mit einem letzten Wunsch. Was wünschst du dir für dich jetzt, für die kommende Zeit? Du hast ja ein bisschen durchklingen lassen, in erster Linie vielleicht auch sportlich. Ja, natürlich, über alles steht Gesundheit, das ist klar. Ich glaube, ja, nur mit Gesundheit kann man alle Ziele auch erreichen. Sportlich wünsche ich mir natürlich einen guten Saisonabschluss mit guten Leistungen von mir natürlich auch und vielen Siegen. Ich glaube, wenn wir 7 Spiele gewinnen, die wir jetzt noch haben, reden wir noch ein ernstes Wörtchen über einen Aufstieg oder dann kann es sogar noch klappen. Wie gesagt, ich glaube, Gesundheit ist so das Einzige, was ich mir aktiv wünsche für mich und meine Familie, für die Jungs in der Mannschaft, und alles andere kommt von allein. Gini, danke dir für die Zeit, danke für das Interview und viel Erfolg für Sonntag. Dankeschön. Yeah.